Erstes Kapitel. Er betete New York an. Er vergötterte diese Stadt über alle Maßen. Nein, es muss heißen, er idealisierte sie über alle Maßen. Ja, für ihn existierte diese Stadt, in der das Leben im Rhythmus der unsterblichen Melodien von George Gershwin pulsierte, nur in Schwarz-Weiß, ganz gleich zu welcher Jahreszeit. Ach, ich fange gleich nochmal von vorne an. Erstes Kapitel. Er war genauso hart und romantisch wie die Stadt, die er liebte. Hinter seiner schwarz geränderten Brille lauerte die mühsam gebändigte sexuelle Kraft einer Dschungelkatze. Gut gesagt, ne? New York war seine Stadt und würde es immer sein. Und aus welchem Grund sind Sie geschieden worden? Warum? Ich habe mich scheiden lassen, weil mich meine ehemalige Frau wegen einer anderen Frau verlassen hat. Im Ernst? Mhm. Also das muss ja demoralisierend gewesen sein. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mich da ganz gut aus der Affäre gezogen. Oh, Junge. Ich habe versucht, die beiden mit dem Auto zu überfahren. Nein, du bist anders. Du bist völlig anders. Ja? Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mit dir Kinder haben möchte. Wirklich? Ja. Mach bitte das Licht aus. Bitte mach's aus. Halt dich fest, Mutter. Hör zu, du wolltest dich niemals festlegen und ich will meine Ehe nicht aufs Spiel setzen, nur auf das Risiko hin, dass wir nicht zueinander passen. Ich weiß nicht, ich bin völlig durcheinander. Oh, Scheiße. Ich möchte bloß wissen, was ich mir von diesem Verhältnis versprochen habe, zum Teufel nochmal. Ich bekomme laufend Anrufe und ich könnte, wenn ich es drauf anlege, mit dem halben Lehrkörper von Harvard ins Bett gehen. Und ich vertrödel meine Zeit mit einem verheirateten Mann. Ich bin froh, dass du dich losgeeist hast. Weißt du, ich hatte eine unsagbare Lust, dich zu sehen. Ist gar nicht so übel, die Ursache deiner unsagbaren Lust zu sein. Ist doch eine meiner besten Eigenschaften. Also die Sache mit dem Buch ist eine einzige Demütigung für mich. Das ist die ehrliche Geschichte unserer Zweierbeziehung. Die Leute müssen ja nicht unbedingt alles erfahren. Wieso? Stört dich das in irgendeiner Weise? Nein, das stört mich überhaupt nicht, denn von uns beiden warst du ja der amoralische, psychisch kranke Ehebrecher. Ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen. Ist es wahr, dass du Jill und eine andere Frau gleichzeitig geliebt hast? Steht das auch da drin? Ach du Scheiße, das wollte sie doch nicht. Ich wollte nicht als Spielverderber dastehen. Ich bin hergekommen, um dich zu erwürgen. Ich habe nur die reine Wahrheit geschrieben. Aber das Buch macht aus mir so eine Art Lee Harvey Oswald. Es ist ein ehrlicher Bericht unserer Ehe. Ich glaube, ich bin immer noch in Yale verliebt. Bist du verliebt oder glaubst du es nur? Ich habe mich wieder mit ihm getroffen. Ich bin geschockt. Ich bin einfach geschockt. Ich bin überrascht. Hör mal, ich liebe sie. Ich habe sie immer geliebt. Du bist fast nun. Du hast sie gern, du hast sie nicht gern. Du hattest sie gern, es ist noch früh. Du kannst deine Meinung vom Abendessen bestimmt noch revidieren. Erschreckend, deine Selbstgerechtigkeit. Ich meine, wir sind Menschen mit all unseren Fehlern. Und du denkst, du bist Gott. Irgendjemand muss ich mir ja zum Vorbild nehmen.